Die Fußballer des SC Freiburg hätten dem holländischen Renommierclub Feyenoord Rotterdam beinahe ein Bein gestellt. Die Freiburger haben unglücklich 1:0 verloren. Doch die Verantwortlichen der Breisgauer sahen dem UEFA-Cup-Spiel auch aus anderen Gründen mit gemischten Gefühlen entgegen. Die sogenannten Fans von Rotterdam zählen zu den gefürchtetsten der Welt. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Ausschreitungen. Wie es den Freiburger Anhängern in Rotterdam erging, Stefan Bastard. Basters hat sie begleitet. Gestern Morgen Freiburger Hauptbahnhof. Leichte Nervosität bei den Freiburger Fans. Unbehagen vor der Fahrt nach Holland, so etwas haben die Freiburger noch nie erlebt. Es ist ein anderes Gefühl wie sonst, ja, auf jeden Fall. Also ich war in Puchhof dabei, ich war in Zürich dabei und die Fahrt wird was anderes sein, ja, auf jeden Fall. Nein, keinerlei Angst. Ich bin ja kein Schisshase. Mein Mann ist ja dabei. Jeder wird ein mulmiges Gefühl haben ab der holländischen Grenze. Und ich sage mal, wenn wir die holländische Grenze wieder verlassen haben, wird es nur eine Riesenstimmung im Zug geben. Fast alle 400 SC-Fans nehmen diesen Sonderzug. Nur so könne die holländische Polizei sie vor den Rotterdamer Hooligans schützen. Die mitgereisten Polizisten verteilen Flugblätter. Inhalt: nicht so viel Alkohol, sich möglichst ruhig verhalten. An die Regel mit dem Alkohol hält sich niemand, aber es bleibt friedlich. Vorhin an der Grenze, als die holländische Polizei kam, die also glaubte, jetzt da wäre ein Riesenaufstand und so weiter. Sie haben dann sofort Personal abgezogen, weil sie gemerkt haben, wie toll die Atmosphäre hier war. 2 Stunden vor Spielbeginn Ankunft in Rotterdam. Ab jetzt herrscht Sicherheitsstufe 1. Der Bahnsteig ist hermetisch abgeriegelt. Kein Holländer kann diesen Bereich betreten. Eingezäumt wie eine Viehherde werden die Freiburger Fans zum Stadion gebracht. Keiner kommt hier rein, keiner raus, nur die Polizei und Freiburger Fans. Von den gefürchteten Rotterdamer Hooligans sind nur die Schlachtgesänge aus dem Stadion zu hören. Kommen wir vor wie im Krieg hier. Aber das muss wohl so sein, denn da drüben stehen die und haben schon gebrüllt, obwohl da ein Riesenzaun da drüber ist. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt da so reingehen kann. Die Sicherheitsmaßnahmen sind perfekt. Es gibt keinerlei Kontakt zwischen Holländern und Freiburgern. Das Stadion in Rotterdam wie eine mittelalterliche Festung. 11 Stunden nach der Abfahrt in Freiburg, die SC-Fans endlich im Stadion. Freiburg spielt gut, besser als viele erwartet hatten. Stefan Müller vergibt die Riesenchance auf die Führung. Die Fans feiern, es sieht gut aus für den Sportclub. Kurz vor Schluss dann doch noch das Tor für Feyenoord Rotterdam. Zum ersten und einzigen Mal treten die Feyenoord-Fans in Erscheinung. Das späte Tor bitter für den Sportclub, das wird schwer im Rückspiel. 1 Stunde nach dem Spiel, der Freiburger Käfig ist leer. Lange mussten sie warten, bis die Polizei sie herauslässt. Das Wichtigste, es bleibt ruhig. Trotz der Niederlage feiern die Fans auf der Rückfahrt. Nach dem mulmigen Gefühl auf der Hinfahrt herrscht jetzt ausgelassene Partystimmung. Die Rotterdamer Hooligans haben die wenigsten überhaupt zu Gesicht bekommen. Ein Verdienst perfekter Organisation der Polizei. Keine Probleme. Wir haben, glaube ich, gar keine Holländer gesehen, oder? Ja, im Stadion halt dann. Auf der anderen Seite, aber sonst nichts, war absolut nichts. Wir waren friedlich dort. Ich hoffe, die Fans sind friedlich hier. Und wir tun unser Bestes für die Gastfreundschaft und haben dort einen guten Eindruck hinterlassen. Und ich hoffe, die Rotterdamer Fans machen es auch bei uns. Die Polizei hat schon heute mit den Vorbereitungen auf das Rückspiel begonnen.